Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück hier bei Fallout 4. Ja, in der letzten Folge, die ja immens Überlänge hatte, habe ich jetzt dieser... von meiner umwerfenden Persönlichkeit geblendet. Ach, ich lass mich in Ruhe. Die Folge habe ich inzwischen zweigeteilt und habe hier ein bisschen Ordnung gemacht, habe auch mein Inventar mal wieder hier geordnet, habe, wie man hier sieht, etliches verwertet, also hier die ganzen Waffen sind weg, das Einzige, was noch... Achso, ja, hier habe ich jetzt die Rauchgranaten und die Minen rein. Hier ist jetzt nur die Munition drinne. Hier sind nur legendäre Waffen, da sind legendäre Klamotten drinne. Hier all diese Klamotten, die nicht verwertet werden können. Dieser Kack hier ist leer. Ich habe verdammt lange gebraucht, bis ich alles verwertet hatte. Das waren mindestens 2.000 bis 3.000 einzelne Stücke, weil man muss ja wirklich alles einzeln verwerten. Da gibt es ja keine Massenverwertung, was ich sehr schade finde. Aber gut, macht nichts. Ich versuche mich nützlich zu machen. Und dabei... Ich will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Ja, dann halt dein Maul und mach mit. Und dabei ist mir tatsächlich was aufgefallen. Nämlich als ich meine Waffe. Ja. Kotzi? Die Waffe ist nichts Besonderes. Hä? Das ist nicht ganz aufgefüllt. Immerhin etwas. Da ist doch so ein kleiner Strich. Da ist doch so ein ganz winzig kleiner Strich. Ach ja, komm, halt die Schnauze. Dieser Typ nervt. Kann ich denn... Ja, schon besser. Da hat tatsächlich dieses Spritzdings nicht komplett alles weg, weil das geht mir so auf den Sack, wenn da so ein kleiner Strich fehlt. Jedenfalls, ich habe jetzt auch in Ruhe zu Mittag gegessen, also ich bin jetzt wieder gestärkt. Und mir ist hier was aufgefallen, nämlich eine einzige Wackelpuppe fehlt noch. Und da wir ja inzwischen eigentlich so gut wie alles erkundet haben, habe ich einfach mal im Internet geschaut, wo es die letzte Wackelpuppe gibt. Und es ist die Stärke-Wackelpuppe, die noch fehlt und die gibt es im Mass Fusion-Gebäude in Boston. Und da wir hier aktuell jedenfalls erstmal nicht mehr nach Boston gehen, weil ich werde jetzt die letzte Quest hier noch abschließen, weil wie man hier sieht, ich habe die Gelehrten-Quest habe ich abgeschlossen, habe keine neue mehr angenommen, habe bei Preston das letzte erledigt und abgegeben. Da ist jetzt auch nichts mehr. Und wir haben hier halt nur die Blutproben und die Bruderschaft informieren. Das Nuker World, dann die Hauptstory, Boston bei Nacht und diese letzte Oberland Station, wo noch übrig gewesen ist. Und ja, das war's, was wir noch haben. Und dementsprechend würde ich sagen, wir huscheln jetzt erstmal in die Mass Fusion Fabrik, suchen da die letzte Wackelpuppe. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Und dann machen wir mit den Quests weiter. Und ja, es ist immer noch derselbe Tag wie die letzte Aufnahmesession, die jetzt inzwischen irgendwie 9 oder 10 Folgen hat, weil ich ja zwei oder beziehungsweise eine Folge auf zwei geteilt habe. Daher habe ich mir gedacht, komm, scheiß doch der Hund drauf. ich will das jetzt auf jeden Fall machen. Und dementsprechend habe ich mir da mal eben eine Markierung gesetzt. Nein. Nein, jetzt habe ich da. So, jetzt. Und, oh, Moment. Wobei, vorher. Weil ich hatte das leider Gottes nämlich einmal, dass mir nach dem Verwerten das Spiel abgestürzt ist und ich dann erstmal nochmal alles verwerten durfte. Deswegen speichere ich jetzt erst nochmal ab. Weißt du, Geier, was uns da erwartet, wenn wir da ankommen. Also ich weiß, dass ich diese Wackelpuppe irgendwo auf irgendeiner Statue, glaube ich, befindet. Aber genau weiß ich es nicht und ich weiß auch leider nicht mehr, wie das Gebäude von innen aussieht, etc. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß noch nicht einmal, ob wir da überhaupt schon drin waren. Wenn ja, dann ist das schon sehr, sehr lange her. Und da werde ich die wahrscheinlich auch vergessen haben. Oder
Was auch sein kann, ich habe das Gebäude entdeckt auf der Karte, aber war nicht drinne, weil ja Boston und seine scheiß ewig langen Ladebalken, ne? Das ist furchtbar. Und da kann sein, dass wir auch gar nicht erst drin waren. Ich weiß es allerdings nicht. Das werden wir dann sehen. So, bin ich richtig? Jawohl. Schnell rein. Schnell rein, bevor irgendjemand was anderes sagt. Und dann schauen wir mal. Kann sein. Es kann sein, dass ich vielleicht früher mal in einem anderen Spielstand drin war. Ich weiß es nicht mehr. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch nie drin gewesen bin. Weil ich habe ja auch mit Sira damals extrem viel erkundet. Alles oberhalb von Diamond City halt. Und da war ich bestimmt mal drin gewesen. Du kämpfen, Feigling. Oh. So ein bisschen Staub, doch das Öl in Wallung bringt. Also da oben auf dieser Statue, schätze ich mal. Was? Supermutanten und Gunner, alles klar. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wieder auf diese Tür drücke. So, dann schauen wir mal, wie wir am besten da hochkommen. Weil was anderes will ich eigentlich gar nicht. Meine Zielsicherheit ist gerade extrem hoch. Huch! Da falle ich doch gerade glatt vor Schreck da wieder runter. Oh, ich hasse es schon wieder, diese Rocket Launcher. Was ist denn da los? Der kommt von da drüben. Was ist denn da los? Was für eine Bravo. Kann ich denn... Komm schon! Nein! Geht nicht. Schade. Komme ich denn hier irgendwo? Natürlich auch nicht. Hätte mich gewundert. Okay. Oh Gott. Komme ich denn hier? Nein. Na toll. Hallo? Jetzt komme ich hier nicht mal raus. Ich will im Grunde eigentlich noch nicht mal irgendwas erkunden oder irgendwas aufsammeln. Sondern ich möchte eigentlich nur da hochkommen. Oh, was haben wir denn hier? Geschafft. Was Unternehmensintramail. Achtung an alle Mitarbeiter. Aufgrund des bedauerlichen Sitzstreiks am Haupteingang durch Mitglieder der Öffentlichkeit werden ab sofort neue Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Bitte führen Sie Ihre ID-Karte jederzeit mit sich und halten Sie sich ausschließlich in den für Sie vorgesehenen Bereichen auf. Verlassen Sie das Gebäude ausschließlich durch die Ausgänge, die als solche gekennzeichnet sind. Geben Sie Ihr Login-Passwort nicht weiter und gewähren Sie anderen Personen keinen Zugang zu Ihrem Terminal. Jeglicher Verstoß gegen diese Bestimmungen hat Ihre sofortige Entlassung bei Mass Fusion zur Folge. Intramail der Sicherheit. Tut mir leid, falls wir das schon mal gelesen hatten vor 200 Folgen oder so. Unterrichten Sie bitte Ihre Sicherheitsmitarbeiter darüber, dass Dr. Noel Chantrow auf dem Firmengelände von Mass Fusion nicht mehr willkommen ist. Falls Sie ihn innerhalb eines Umkreises von 100 Meter um das Gebäude sehen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Turmsteuerung und Co. brauche ich nicht. Hä? What the fuck? Ach, guck! Tja. Einfach mal die Füße baumeln lassen. Komme ich da zufällig ran? Nee, er fällt erstmal runter. Alles klar. Einfach mal die Beine baumeln lassen. So. Jetzt ist es wieder ruhiger geworden. Ich hoffe, das war der auch mit dem Rocket Launcher. Oh, ich hasse Rocket Launcher in dem Spiel. Ich hasse generell Rocket Launcher. Ja, auch zum selber benutzen. Und nein, nicht weil ich mich schon selber in die Luft gejagt hat, was durchaus schon vorkam, sondern ich weiß nicht, ich mag sie einfach nicht. Ach gut, jetzt bin ich hier. Raketenwerfer, sehr gut. Da haben wir den Drecksack doch. Mit seinem verkackten
Rocket Launcher. So. Hui, ich habe mal wieder nicht gesehen, dass da so ein Dingens unten war. Aber ist nicht schlimm. Sir, ich glaube, an diesem Ort gibt es für die Nase richtig was zu tun. Nicht nur für die Nase. Guten Tag. Durchladen. Oh Gott, ich habe gerade Deutschland verstanden. Ja, würdest du... Hallo. Also ich glaube auch an Schrott und Co. fehlt es uns definitiv nicht mehr. Weil so viele Klamotten, wie ich verwertet habe, haben wir wahrscheinlich einen ewigen Vorrat. So. Ich will doch nur nach oben an die depperte Statue. Oh Gott. Ich glaube... Aua! So, Feierabend hier. Was habe ich da gerade? Habe ich gerade die Wackelpuppe aufgenommen? Ich habe irgendwas mit Wackel gelesen. Oder bin ich doof? Es müsste Stärke-Wackelpuppe dann sein. Nee. Was habe ich denn? Keine Ahnung, aber irgendwas habe ich aufgenommen. So. Ah, guck, da steht sie. Da steht sie. Ich sehe sie. Das gute Püppchen. Bingo. Tada! Damit. Willst du mich verarschen? Hab ich denn. Hä? Was habe ich denn jetzt? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Nein, warum hat sich die... Hä? Okay, der Cheat hat sich wieder abgeschaltet. Ich habe keine Ahnung, warum. Vermutlich wegen der Stärke. Vermutlich wegen dem Stärke-Ding. Weil ich da den Punkt zusätzlich bekommen habe. Und weil das, glaube ich, ja mit dem Gepäcktragen und sowas zu tun hat. Deswegen, jetzt so wieder. Ob ich das überlebe, darunter zu springen? Ich speichere mal eben. Wow. Hui! Oh ja, da ging ein kleines... Ein kleines Strichle ging weg. Jetzt so. Und, oh je, ich komme nicht mal raus. Jetzt so. Ah, ein klitzekleines Strichchen ging weg. Und, ach, was haben wir denn hier? So, das war's schon. Wir haben die letzte Wackelpuppe gefunden. Juhu! Wir haben alle 12 Wackelpuppen. War das 12? Oder waren es 14? Ich glaube, es waren 14, ne? 7 unten auf dem Ding, 7 oben. Jeweils 3 Stück links hinten, 3 Stück rechts hinten und eine vorne in der Mitte. Es müssten also 14 Wackelpuppen sein. Wir haben alle Wackelpuppen. Yay! Ich glaube, so langsam steuert das Spiel wirklich auf die Hauptstory und auf das Finale zu. So ganz langsam. Oh ne, jetzt kommt ja wieder dieser lange Ladebalken. Na endlich. So, wir haben die nächste Quest. Die Oberland Station. Waren wir da nicht schon? War ich da nicht erst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da schon mal war. Ja?
Natürlich war ich hier schon. Da habe ich das letzte Mal Corvega wieder niedergemetzelt. Hä? Willst du mich verarschen? Da, Corvega, abgeschlossen. Das verstand ich. Willst du mich verarschen? Hallo. Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Drake. Schon wieder? Willst du mich verarschen? Erzähl mir, was los ist. Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen... Sie meinten, dass sie uns immerhin wissen, wir wohnen. Veräppeln? Töte die Raider in Backstreet Apparel. Sag mal, was sind... Oh. Ah, der Helm fehlt noch. Noch mehr Raider. Auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich... Sag mal, was seid ihr denn für Schlappschwänze, ganz ehrlich? Gerade vor fünf, vor ich weiß nicht, wenn ich im Spiel denke, vor 10 Minuten war es Corvega, die wir wegen denen komplett ausrotten mussten. Jetzt ist es hier drüben. Alter, es dauert nicht mal lange, dann sperre ich Preston in eine Gitterzelle und packe ein paar radioaktive Fässer dazu, ganz ehrlich. Das nervt so. Das nervt einfach so. Lass mich doch in Ruhe mit diesen Scheiß-Quests. Ach ja, genau. Der Gute braucht so einen Helm. Wo ist er denn? Wo ist der Helm? Ach, der liegt garantiert noch drüben in der Werkbank. Moment. Ich gehe den mal eben holen. Weil das brauche ich definitiv. Also, den Helm möchte ich nicht missen. Aber was ist das denn bitte für eine bescheuerte Farm? Ey, ich meine, ich würde ja verstehen, wenn die so groß wäre jetzt wie Diamond City und hätte irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Gemüse, was man da ständig ernten kann. Aber die haben nix. Die haben einfach nix. Und es ist jetzt schon wieder einige Minuten, nachdem ich Corvega ausgerottet habe, das ich ja offline, offscreen gemacht habe. Jetzt kommen die ihm auf einer anderen Seite. Also wenn das jetzt schon wieder Corvega gewesen wäre, ich hätt die Maus in den Monitor geschmissen, ganz ehrlich. Das ist so blöd. Das war irgendwo relativ weit unten. Da ist mein Helm. Das wusste ich nämlich, weil der modifiziert war. Das Blöde ist nur, dass ich den Helm nicht umbenennen kann. Das ist so scheiße. Hier ist es gar nicht. So, die... So, was will der jetzt noch? Was? Wo? Hier. Backstreet Apparel. Das war doch auch so ein kleines Miniaturgebäude irgendwo in der Ecke. Das ist so... Oh, das ist so bescheuert. Oh, ich hasse das. Ich will keine weiteren Quests mehr haben. Warum drückt mir Preston immer wieder direkt was Neues auf? Ich habe gar nicht gemerkt, dass er mir überhaupt was Neues gegeben hat, nachdem ich das für Corvega abgegeben hatte. Er hat überhaupt nichts dazu gesagt. Und auf einmal, papp, habe ich schon wieder von diesen Idioten. Kann ich die nicht einfach umbringen? Dann habe ich da meine Ruhe. Ich meine, ich brauche die sowieso nicht mehr. Also ich glaube es jedenfalls. So, komme ich da hoch? Scheiße. Tschüss. Ihr könnt so viel auf mich draufschießen, wie ihr wollt. Ich laufe einfach durch. Tschüss. Ich will einfach nur diesen Scheiß hier fertig kriegen. Und hoffen, dass mir Preston nicht wieder eine Mission... Geht's noch? Der steht hier direkt neben mir. Au, au, au. Oh, wie schlimm. Hallo, würdest du? Danke. So. Bist du hier? Hallo. So. Das war's. Jetzt können wir schon wieder zurück. So, das war's. Glücklicherweise ist es bei diesen Quests tatsächlich immer so, dass es nur ein Viech ist, das gekillt werden muss. Und egal wie viele Hunderte außen rumstehen, es tut sich nichts. Es ist so ungefähr, als würdest du von irgendeinem Rudel den Anführer killen und alle anderen hauen dann ab. Ich schätze mal, so ähnlich ist das hier auch gehalten.
Weil beim ersten Mal musste man ja, glaube ich, irgendeinen großen Boss killen und so gut wie alle ausrotten oder irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls bin ich froh, dass das hier nicht der Fall ist. Das heißt, hinreißen, gesuchte Personen in Anführungsstrichen abknallen, zurück, fertig. Mehr ist das Gott sei Dank nicht. Da geht das eigentlich relativ schnell. Und ich kann dann wirklich in Ruhe weiter hoffen, dass ich in dieser Zeit irgendwann mal vielleicht keine Quest mehr von dem krieg. Und dann laber ich den nämlich auch nicht mehr an. Weil das ist so nervig. Immer dieselben... Immer dieselben Idioten befreien, ey. Das nervt so. Ah, falsch. Wenn man immer die gleichen Leute befreien muss, weil die sich immer wieder von irgendwelchen dahergelaufenen Raidern in den Arsch treten lassen, anstatt dass sie selber mal auf die Idee kommen, okay, warte mal, komm her, wir verteidigen uns mal selber. Das ist so bescheuert. So. Ah, sehr gut. Ich darf schon wieder zurück. So, mein lieber Preston, du kannst dir deine weiteren Aufträge mal sonst wohin stecken. Ich habe keine Lust mehr. Also lass mich in Ruhe mit deinen Aufträgen, bitte. Entschuldigung. Lass mich bitte in Ruhe mit deinen Aufträgen. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will was anderes machen. Und ich hasse es, wenn da irgendwo irgendwelche Nebenquests rumstehen, die ich nicht abbrechen kann, die mir aber irgendwie ständig im Auge hängen. Das ist so nervig. Ich hasse sowas. So, Freund. Oh, es wird auch dunkel. Ja, Alter, labert ihr mir hier überall voll. Labert mich nicht hier überall voll, so rum. So, Prezi, wo bist du? Oh nein, sag nicht... Ach so, ich muss ja erst mit der Oberland Station reden. Yeah. Ladezeit, ahoi. Wenigstens bleibe ich dem Spiel damit treu. Oh Mann. Hast du da noch Tönen? So Leute, und jetzt versucht bitte nicht, euch die ganze Zeit hier wieder in Arsch treten zu lassen. Aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Ja, schon wieder. War echt ein Kinderspiel. Danke, es ist gut. Mhm. Ja, komm, lass mich. Boah, ist das nervig. So, und jetzt wieder mit Preston. Kann der uns vielleicht jetzt wenigstens mal ein bisschen in Ruhe lassen? Oder kriege ich direkt wieder was aufgedrückt? Am besten wieder mitten in Boston, dass ich wieder irgendwie 2-3 Minuten Ladebildschirm wegschneiden muss. Und so weiter und so fort. Und am besten dauerhaft und immer zu und immer zu. Ich meine, auf der einen Seite gut, es gibt EP. Auf der anderen Seite, es gibt mittlerweile so wenig EP. Nur das reißt echt nicht mehr raus. Weißt du, wie viele Aufträge ich machen muss, dass ich damit mal ein neues Level krieg? Pff. Nee, danke. So. Strong kriegen Hunger. Wes? Alles gut bei dir? Erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Ist alles wieder in bester Ordnung. Gut. So erobern wir das Commonwealth zurück. Ein kleiner Sieg nach dem anderen. Aber unsere Arbeit endet nie. Und genau, bitte gib mir nichts Neues. Klingt, als hätten sie es mit Raidern zu tun. Das ist eine gute Gelegenheit, allen zu zeigen, wie viel einfacher es ist, wenn wir zusammenhalten. War es das? Oder kriege ich direkt wieder? Man hat ja gesehen, es hat nichts dazu gegeben. So gut wie nicht. Nein, nicht schon wieder. Oh, fick dich doch, Spiel. Och, Preston, halt doch einfach dein Maul und lass mich in Ruhe. Jamaica Plain, das ist irgendwo ganz am Arsch der Welt da unten. Boah, das geht mir so auf den Keks, ne? Das geht mir so. Ihr habt doch selber gesehen, ihr seht, es gibt kaum noch EP dafür. Das ist so nervtötend. Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Ich weiß, ich muss das eigentlich gar nicht machen, aber mich regt das auf, wenn ich diese Drecksquest alleine im Log habe. Das regt mich schon auf. Und jetzt muss ich wahrscheinlich diese ganzen scheiß Siedlungsquests von den letzten 3 Jahrhunderten nachholen. Lass mich einfach in Ruhe, anstatt mir ständig irgendwas zu geben. Ich will nicht mehr.
Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Nein, bin ich nicht. Ich bin hier, um dich umzubringen. Ganz genau. Warte. Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wie... Ja, sie schön. Sind keine Soldaten. Ach, Verteidigungsanlagen bauen. Yay. Hä? Hallo, jetzt... Bin ich jetzt irgendwie ein Zentimeter auf der falschen Seite oder was? Jetzt... Boah, Alter. Ich weiß ja gerade, ich... Geh mal aus dem Weg, du Miststück. Hallo? Oh. Hau mal ab, danke. Blöde Kuh. Meine Güte, ey, wie das nervt. Ich bin gerade so dezent genervt. Ich denke aber mal, das überrascht nicht. Oh, wow. Die haben ja auch total viel hier, ne? Hilf uns, ein paar Verteidigungsanlagen zu bauen. Das ist eine gute Idee, wenn man so viele Verteidigungsanlagen hat wie ich. So viele Rohmaterialien hat wie ich. Warum lauft ihr denn da draußen rum? Da, verpiss dich mal nach Sanctuary. Sanctuary, da. So, beweg deinen Fettarsch. So. Sieht gut aus. Ich hoffe, es reicht. Wir sollten besser gut aufpassen. Die Raider könnten jeden Augenblick hier auftauchen. Die kommen gleich. Siehst du? Hey. Zum Verarschen? Raider Power. Weißt du, da kommen 3 Stück in Powerrüstung oder was? Guck dir das mal an, Alter. Die kommen zu dritt und haben alle 3 Powerrüstungen. Für so eine Siedlung, die wo noch nicht mal was zu fressen hat. Das ist so unfassbar sinnlos. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren. Aber die Minutemen waren für uns da. Das ist so unfassbar sinnlos. Die haben ein einziges Scheißbett, nichts zu saufen und nichts zu essen. Was wollen da bitte 3 Raider in Powerrüstung? Da wohnt überhaupt keiner, da sind nur 2 Leute, die teilen sich ein Bett und sonst gibt's da nichts. Nur Ruinen und noch nicht mal Loot oder irgendwas. Warum sind die da? Entschuldigung, aber das ist etwas, das ist so sinnlos in diesem Spiel. Deswegen, ich hasse Preston. Deswegen gehe ich auch nicht zu den Minutemen. Ich hasse diesen Typen. Ich hasse die ganzen Quests. Ich hasse das Gelaber, das immer gleiche Gelaber. Das ist unglaublich. Dieser ganze Typ ist nutzlos. Dieses ganze Gelaber ist nutzlos. Erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Jetzt lass mich in Ruhe. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Du weißt, was jetzt kommt. Nein! Lass mich! Nein, ich will nicht! Ich will nicht! Lass mich in Ruhe! Das ist doch nicht wahr, Mann! Ich hab keinen Bock mehr! Nein! Und er hat mir schon das nächste aufgedrückt. Ich kann doch nicht mal abhauen, weißt du? Das ist so traurig einfach. Reise nach Somerville Place! Mach doch noch weiter weg! Hängt das jetzt gerade hier, oder was? Boah, das nervt so. Boah, Level 60, Alter, yeah. Boah, das nervt so. Dieser ganze Scheiß-Typ nervt so. Was ist denn das jetzt? Warum? Ich habe keine Markierung gesetzt. Geh weg. Oh, das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Dieser ganze Typ, diese ganzen Minutemen, die nerven einfach nur. Ich verstehe nicht, wie man den Minutemen beitreten kann. Das ist das Nervigste am ganzen Spiel hier. Weil man einfach nicht sagen kann, nö, ich habe jetzt keine Zeit, lass mich in Ruhe. Nein, man kriegt das aufgezwungen. Ich hoffe, du bist hier. Was willst du? Ja, komm. Sag mir einfach. Supermutanten. Wir haben hier das erste. Aha. Was soll ich machen? Schon wieder Verteidigungsanlagen. Ja, dann lass mich in Ruhe, dann baue ich das und dann könnt ihr mich mal am Arsch lecken.
Es nervt einfach nur. Ich habe keine Lust mehr. Ach ja, schön. Schön, dass ich offensichtlich auch mal wieder nicht in dem richtigen Ding drinne stehe. Oh, das ist so nervtötend einfach. Geh mir aus der Sonne. Sind hier noch ein paar Leute mehr? Ich hätte gerne einer, der die Versorgungsroute macht. Hallo? Wo seid ihr denn alle? Ach, da drüben. Ach, die sind alle hier. Mach mal bitte die Versorgungs... Oh, ich glaube, ich habe die Versorgungsroute hier schon gemacht. Oh, Mann, ey. Ich habe keine Lust mehr auf Preston und seinen Scheiß. Nö, ich habe doch keine... Hä? Ach, nein, lass mich. Warum kann ich keine Versorgungsroute machen? Willst du mich verarschen? Ach, jetzt! Der Penny kann keine Versorgungsroute zugewiesen. Warum kann ich das nicht machen? Hallo, ich hätte gerne eine Versorgungsroute. Ansonsten kann ich die Quest nicht machen. Willst du mich verarschen? Hallo? Steh mal auf, du blöde Kuh. Oder Typ oder was auch immer du bist. Ach, du bist ein Kind, was? Ach, du auch wahrscheinlich. Deswegen kann ich... Oh, willst du mich veräppeln? Jetzt kann ich nur nicht mal... Oh, ich will diese Scheißquest abbrechen. Ich habe keine Lust. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Oh Mann, ey. Ich war noch nie so genervt von diesem ganzen Scheißspiel wie gerade eben. Kann ich denn wenigstens einen Leitstrahl bauen? Nö, kann ich auch nicht. Ganz toll. Leck mich am Arsch. Ich bin weg. Ich will die Quest abbrechen. Ich habe keinen Bock auf diese Scheißquest. Ich will die abbrechen. Boah, das ist so unfassbar nervig, ne? Ohne Scheiß, ey. So, Boston bei Nacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr wir haben. Och, toll. Bis ich da oben bin, ist sowieso wieder hell. Boah, das ist so nervtötend, diese scheiß Drecksplagen da. Ey, könnten das keine Erwachsenen sein? Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich gerade so mega genervt bin, aber Preston geht mir so auf die Eier. Weißt du, bei diesen Bruderschaftsquests, da bist du wenigstens noch gefragt, willst du oder willst du nicht? Aber der Idiot, der drückt dir alles zwangsläufig auf, sodass das wirklich die ganze Zeit über... Was? Fehlgeschlagen? Ja, ist mir scheißegal. Komm. Ich habe keinen Bock drauf. Wo ist denn der jetzt? Da drüben. Weil das ist einfach so scheiße. Der zwingt dir das einfach in den Questlog rein. Du kannst es nicht abbrechen. Du kannst nicht sagen, nö, ich habe keine Zeit. Nein, er knallt dir das einfach gegen den Kopf, weißt du? Und dann beschwert er sich wahrscheinlich noch, wenn wir es nicht geschafft haben. Tja, ist mir egal. Das interessiert mich ein Scheiß. Nix ist los. Der könnte jetzt aber mal auftauchen, ne? Es ist Nacht. Ah, sehr schön. Hallo. Sehr schön. H2-22. Muss ich... Bleib doch mal stehen. Die Luft ist rein, denke ich. Ja, denke ich auch. Hier ist H2-22. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Hallo. Schön, dich kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk ich kann dich auch abknallen. Was ich gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Ja, dann bitte. Ach, diese Lampe hier, oder was? Und erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Okay. Warte auf die Kontaktperson. Okay. Was, Hirse? Nee, High-Rise. Ganz ruhig. Nicht schießen. Bullseye. Richtig? Ja. Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben.
Schön, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du, alles in Ordnung? Ein bisschen nervös, aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber was? Dazu kommen wir noch. Was wir war das sind gerade? Noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Welche Art von Hilfe? Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Schön, dass du bereit bist, das für uns zu tun. Ja, arbeite die Sünden meiner verkorksten Jugend ab. Toll. Ich gehe vor. Dann komm mal, mein Schnucki. Oh.